Und damit begrüße ich euch wieder ganz herzlich hier zurück zu Vampire Survivor. So, es sind noch ein paar Erfolge zu erledigen. Darunter hier Drachenschrimps besiegen und die kann man am besten wo ganz speziell besiegen. Aber dafür gucken wir mal. Genaro, nehmen wir Genaro, Antonia, Imelda, Genaro, Antonia, Imelda. Aber müssen wir gleich mal gucken. Erstmal gucken wir. Naro. Antonia. Haben wir noch gar nicht. Imelda. Mit Imelda. Hä? Antonia müssen wir doch dann haben, oder? Okay. Christine mit Lama Conchetta Arca. Lama Conchetta Arca. Lama Conchetta. Lama Conchetta. Halt, da war er. Arca. Nehmen wir mal Arca heute. Und ja, wir nehmen den Galloturm. Hyper ist in Ordnung. Ja, komm. Mach mal, mach mal. Was war das jetzt? Blutastronomie? Nein. Das wäre natürlich sehr verlockend. Gegenstück. Wo ist der Feuerball? Ist nirgendwo der Feuerball dabei? Dann machen wir das, damit wir schneller leveln. So. Ich glaube, es war eine dumme Idee, mit dem in den Start zu gehen. Okay. Zauberband wäre natürlich jetzt gar keine schlechte Idee. Ja, nehmen wir den Zauberband, klar. Oh, das ist doch doof. Überspringen. Ah, ich wollte nicht überspringen, ich wollte Neuwahl. Dass ich die Neuwahl schon habe. Ich habe nur verbannt. Zauberband. Ja, mit den ganzen Erfahrungspunkten. Feuerstab. Schaden erhöhen. Na komm. Hintergrund, warum wir das jetzt hier machen, werdet ihr bald sehen. Denn wir müssen hier ein paar Shrimps besiegen. Was? Shrimps? Nee, was hast du zu dir genommen? Weihwasser. Weihwasser kann man ruhig nehmen. Oh, das geht jetzt nicht so unbedingt. Zauberschlag, genau. Schön. Das brauchen wir genau. Ein Geschoss mehr, Grundtempo, Grundschaden erhöhen. So. Ich muss jetzt erstmal mich hier ganz kurz ein bisschen sortieren, sammeln. Bohne brauchen wir. Verdammt, ich hätte mal gucken müssen, was wir hier haben. Okay, Handschuhe brauche ich nicht. Und längere Haltbarkeit und Zauber. Brauchen wir auch nicht.
Das war knapp. Vorher hat ein Geschoss mehr Erfahrung. Nein, das war noch nicht die Shrimps. Die Shrimps sehen noch ein bisschen anders aus. Ah, das Bitterkampf ist eigentlich schon nicht schlecht, aber... muss ich jetzt nicht upgraden. So. Pet Doppler. Den können wir nehmen. Ja, guck mal, was wir hier an Schaden austeilen. Das ist schön. Ja, die Gegner, die sind hier unter wie Butter. Oh. Oh. Na, nehmen wir das erstmal. Ich komme jetzt mal die Gegnerbälle. Kann man nämlich auch noch so ein bisschen forcieren. Nämlich sehr stark beeinflussen. Feuerstab erhöhen wir den Schaden. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte schon stehen bleiben. Gesehen kann ich das, aber es ist halt noch echt extrem eingeschossen. Ja. Halt, dass die Gegner immer wieder kommen. Das ist schön. Was schön. Kreuz Freiwasser. Grundbereich um 20% erhöht. Nee, komm. Ein Geschoss mehr. Ah, wow. Das machen wir jetzt erstmal. Ah. Oh, ich will da gerne rein in die Gruppe, aber... jawohl. Den Blitzring, Zauberschlag, Kunstschaden um 40 erhöhen. Hier erstmal natürlich hier alles... Ah, es ist doch ah. Yes. Magier. Also. Das Ding ist echt OP. Was wir ja. Ah, oh, Nachtschwert ist auch nicht schlecht. Blitzring. Ja, ein Blitzring, den kann ich evolven, ja, komm. Schön. Dann machen wir es mal. Das S muss ich erstmal weiterentwickeln. Kommen wir nicht die Sachen, die ich haben will. Ich meine, das Gute ist, ich kann stehen bleiben jetzt mittlerweile, glaube ich. Es sei denn, es werden die Typen, die sich immer wieder beleben, der Roten da. Die laufen nämlich auch weiter, wenn nichts mehr da ist. Hey, ich habe noch einen Schatz. Ich habe einen Schatz gefunden. Er trägt diesen wunderschönen Namen.
Na komm. Weihwasser. Warte mal, Grimoire öffnen. Ja, mir fehlt da noch eins. Fehlt hier leider noch eins. Verdammte Axt, ey. Warum fehlt mir da noch eins? Die Roten, die gehen mir auf den Nerven. Die gehen zwar schnell down, aber die generieren sie auch schnell wieder. Ich weiß gar nicht, ob man die treffen muss, damit sie immer weg sind. Das ist schade, dass kurz hier wird, aber das bringt mir halt nichts, weil die eh schon irgendwie die fliegen. Das war knapp. Hier ist keiner eingesammelt, weil ich dachte, ja, das gehört dazu. Ach, Mann. Ich will doch nur... Ich hab kein Glück, ne? Das Essen ist super gut aufgewertet. Nein! Ah, ich bin so doof. Das war jetzt mein Fehler. War komplett mein Fehler. Ich wollte es eigentlich gar nicht einsammeln. Das war irgendwie... keine Ahnung. Ich wollte das doch gar nicht. Mann. Aus dem Reflex heraus entstanden. Ein Schuss mehr. So. Mist. Könntest du hier mal ganz kurz Platz machen? Danke. Kommt wieder eine Horde Gegner. Schnell erledigt hat. Verringert die Abklickzeit der leere Foliant. Ja, den Blick. War hier noch irgendwas? Nee, hier waren eigentlich alle Geheimnisse. Ja, nehmen wir das. Ja, Feuerball kann ich nicht evolven. Gib mir noch das S. Das andere S, ja. Schön, dass du dabei bist. Verbann machen wir mal den Roten dafür. Das heißt, der wird mir jetzt dann erstmal nicht mehr vorgeschlagen. Auch etwas ganz Wichtiges, was man machen kann. Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz hier ausweichen, das geht gerade so nicht. Ah, der Zauberstab ist natürlich auch geil. Komm, ernsthaft? Bewegen. So. Oh Mann. So. Das ballert jetzt nicht wie sonst was, aber... Oh, einen haben wir schon erledigt. Zwei, drei haben wir erledigt.
wunderbar. Lebenserholung, ja. Auch da können wir verbannen. Das Ding ist halt, ich will alles haben. So. Ich glaube, jetzt kann ich erstmal stehen bleiben. Ich kann in so einer halben, dreiviertel Stunde wiederkommen. Das ist schon mal schön. Jawohl. So muss das. Jetzt hier erstmal schön viel Kohle. Schade. Später wird es mehr. Also, wenn ihr diverse andere Sachen habt, dann sind die Chancen dafür. Oh, ja, jetzt haben wir das. So. Den auch mal mit. Ja, komm, rennen wir da mal rüber. So gesehen, ja. Da sind sie. Das sind Drachenschrimps. Die haufenweise besiegen. Ah, Knoblauch wäre auch so geil. Nein, jetzt aber bin ich nicht. Oh, Trainer. Noch besser. Kann ja nur noch besser werden. Nein, nein. Habe ich nichts. Eine neue Wahl. Was ist das denn? Ah, dann nehmen wir das. Okay, Schimps. Schimpi. Anziehungskugel. Ich glaube, ich weiß, 5 von der Anziehungskugel. Ja, theoretisch kann ich jetzt stehen bleiben. Wir warten, bis es dann wieder eine ganze Zahl, eine ganze Zahl, eine gerade Zahl da ist, wollen wir die nicht bewegen. Aber ihr seht ja, die kommen ja nicht mehr an mich ran. So, 5, 4, 3, 3, 1, das ist der Erfahrungspunkt. Zack, weiter. Oh, ich kann sogar nochmal die anderen Züge. Kann ich auch noch reduzieren. Noch mehr Cooldown Verringerung. Moin. Ja, es ist der Zauberstab. Das war das, was ich haben wollte. Aber kein Mini-Schub, das war besser.
schön entspannt. Ja, einfach hinstellen. Aber in dem Level ist das nicht. Du musst einfach hinstellen. Später kommen noch Zauber, die dann auf die Stelle wirken. Also Fernkampfattacken. Dann muss ich doch schon ausweichen. Sonst wäre es geil. Was sie hier auch gemacht hat, mit Mana lief, weil es ja nach oben und unten geht, finde ich auch richtig, richtig böse, sehr schade verursacht. Oh, haben wir schon alles aufgewertet? Schön. Nice. So, jetzt heißt es dann wirklich. Ganz schöne Sachen, die es gibt. Amtschuhe nehmen wir auch nochmal mit. Perfekt, jetzt sind wir schon länger. Vollkommen ignorieren. Kreuz waren wir auch nicht. Ja, das nehmen wir. Wir haben schon das ganze Level aufgefüllt. Nein, nicht die Axt. Nein, 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 nein. Ganz wichtig. Verband jetzt erstmal. Ja. Ich würde gerne etwas verbannen, dann. Ich würde gerne auch was klicken, was ich nicht mehr. Deswegen muss ich mal dreimal. Da würde ich falsch aussehen, wäre ärgerlich. Nein, Lorbeer. Lorbeer will ich haben. Urlandzettel. Okay. Lorbeerblatt. Ja, das ist einfach, ne? Das ist hier das ganze Gold. Also. Ah, da kommen die anderen Leute. Ich hab's gerade gehört. Dill. Das geht einfach nur noch, weil es mir jetzt erstmal egal ist. Wenn wir jetzt in meine Level kommen. Wichtig ist, wenn ihr jetzt nur was erreicht habt, wie hier, und ihr braucht nicht wirklich Geld oder so, dann die Chance, wenn ihr stehen bleibt, den entscheidenden Nachteil, das Gold kommt nicht so schnell zu euch. Sagen, regelrecht ansaugen, dass ich mir halt dann. Wenn ich jetzt zwei Kisten habe, kann ich das auch noch machen, komm. So. Das ist noch einfacher. Noch mehr Schaden. Da war eine Kiste auf dem Weg, ich glaube.
Nee, die ist das Weg. Was habe ich verbannt? Irgendwas verbannt. Nein. Ich muss gleich noch ab. Nein. Ich bin so doof. Man kann nicht entbannen. Weil ich die ganze Zeit nur noch bestätigt habe. Weil ich mich dann nicht bewegt habe. Alter, bin ich dumm oder bin ich dumm? Ich möchte das entbannen. Ja, genau so. Den habe ich vollzählig. Also bekomme ich hier den super Ring. Ja, das ist der Schwachsinn. Fall immer, ja. So, ich habe jetzt meine Hände weg. Mal, warte, weil ich gerade diese Dunstgrüne nehme. Oh, hier mal sich. Das ist dann auch mal ein geiler Effekt im Serienkopf. Ich hab was. Ich hab gleich jetzt den Block nicht so gesehen gehabt. Ich war da nicht so spektakulär wie hier war. Halt nur noch Geld, aber davon muss ich auch was machen. Das kann ich auch schon nutzen. So. Das ist schön. Bewegen, ha! Bewegen! Ich könnte ja eigentlich sogar stehen bleiben. Muss ich auch fairerweise sagen. So, das ist dann jetzt der Punkt, wo es natürlich nur noch um das reine Farmen geht. Die Erfolge. Immer
Zusätzlich eine Explosion erzeugt. Das hier kann ich jetzt in der Mitte stehen bleiben. Das, obwohl die Gegner schon bei weitem stärker geworden sind. Das ist mega, weil die schieben die ganze Zeit gegenseitig weiter. Meine Urlandzette. So, wir hatten ein paar Sekunden. Jetzt würde ich gerne den Doppelspeed-Modus haben, wenn ich das mache. Verhindert, weil ich eine starke Regenerationsrate habe. Also, ich war nur ein bisschen doof, was diverse Items angeht. Ich hätte keine Ahnung, wie das ist, aber ansonsten hätte ich noch eine Item mehr gehabt. Das wäre für mich dann eigentlich der Schmerz gewesen. Eigentlich noch nicht ausgebaut. Agathe Amari. Aha. Ah, davon schon alles. Nur von den neuen Sachen noch nichts, ne? Ja, nur von den neuen Sachen noch nichts. Eure Erfahrung gerne mit dem Spiel mitteilen, was ihr bisher so gemacht habt. Macht es euch Spaß oder sagt ihr, das Spiel ist gar nicht für mich. Ich würde mal gerne, oder mich würde es brennen, interessieren. Ein bisschen Gold hier holen. Ja, nicht so, dass ich nicht schon genügend Gold hätte. Ich denke, Gold kann man immer haben. Ne? Ich habe ja noch gar nicht alles ausgerüstet. So. Feuer hier. So. Yay. Burn it. Burn it down. Was ist denn hier echt noch? 6 Minuten, 6 Minuten stehen. Das ist der falsche Kopf. Ich weiß immer noch nicht, ob jetzt der Umstep da war. Denn jetzt sehe ich noch nicht, wie viel ich getötet habe. Vielleicht die Bestiarien. Das ist neu. Ja. Oh, das ist mein Gefroren. Ich
krass, aber dann werden das jetzt hier wirklich dann und die Addons ein bisschen passiert. Oh, da ist die Krabbe. Aber war schnell da und war schon wieder weg. Ganz krass, wenn man vielleicht hier nochmal mehr Level kann. Dann...
jetzt könnte ich noch schaffen. Ich werde 108. 3, 2, 1, die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Das ist warten muss, ne? Aber ich kann immer noch leveln. Das finde ich geil. Ich komme lieber tot. Ich bin übrigens aus dem Rand rausgelaufen. Nehmen wir das mit. Nur 2 Erfolge freigeschalten. Gut, aber jetzt haben wir jemanden, mit dem es nochmal einen anderen Erfolg gibt. Auf den freue ich mich schon, euch das mitzuteilen oder euch das zu zeigen. Ich kann euch so viel verraten, es geht um folgenden Erfolg. Wo ist gerade 15 Minuten Kita Escape. Überlebe 15 Minuten, verbessere die Wunderrobe. Suche es gerade. Denn das? Sigma ist auch krass, ja. Verbanne 20 oder mehr Waffen in einem Lauf. Überlebe 15 Minuten im Bossausschlag, überspringen 30 Minuten. Neuwahl. Mortaccio 80 und Solemio 80. Den haben wir jetzt gerade erst erhalten. Was denn das? Ich muss jetzt sagen, ich finde es jetzt gerade nicht. Aber was ich euch sagen kann, es hat was mit... Oh Mann, haben wir viel Geld. Es hat was mit Ursole zu tun. Das heißt also, wir werden das nächste Mal mit Ursole verbringen. Und Power-Ups können wir hier noch... mal Wiederbeleben reinnehmen und die Gier hochpushen. Oh. Und einen Verband noch, 2 Verband noch, 3 Verband noch. Und geht sogar noch mehr. Dann nehmen wir noch einmal das. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trohrad rein. Tschö, tschö.